Emotional geht es nun zur Sache, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier beim FWI Nationenpreis der Children über 1,25 Meter. Nach der ersten Runde führt das tschechische Team überraschend mit 0 Punkten vor den favorisierten Italienern und Österreich. In der Zwischenzeit haben wir abgehandelt die individuellen Reiter hier im Rahmen dieses Nationenpreises und hier kam es zu einem Überraschungssieg, nämlich für die blau-weißen bayerischen Farben und natürlich auch für die deutschen Farben mit Laura Schissel und ihrer Vienna Quintera. Laura, Gratulation zu deinem famosen Sieg hier in der Einzelwertung des FWI Nationenpreises. Vienna Quintera ja aus eurer eigenen Zucht, also zweimal Schissel-Zuchtprodukte unterwegs und beide null. Wie fühlt man sich? Sehr gut, sagen wir so. Bin mega stolz auf meiner Stute, ja, auf meine Eltern, die das unterstützen und ja, danke. Vienna Quintera, wir kennen sie ja bestens, hat ja schon große Preise auch gewonnen mit Helmut Schönstetter unter anderem. Ist ja ein wirklich heißes Gerät und man hat es ja auch im Parcours gesehen. Du hast sehr, sehr sicher angefangen, warst sehr überlegt geritten und je länger der Parcours wurde, desto wackeliger wurde diese Angelegenheit, desto stärker wurde die Stute. Aber du hast wirklich alles daran gesetzt, vor der Dreifachen sie nochmal aufs Hinterbein zu bekommen, um wirklich nicht wieder einen Fehler kurz vor der Ziellinie zu riskieren. Ja, sie wird, umso länger der Parcours, umso stärker wird sie und umso schwieriger wird sie zum Reiten. Und ich bin froh, dass ich es hinbekommen habe. So und ja. Es ist ja wirklich schade, wenn das deutsche Team ist ja beim Preis der Besten in Warndorf, dass es kein bundesdeutsches Team gegeben hat. Weil zwei waren ja von euch am Start, die ja normalerweise Peter Teuben überhaupt nicht auf der Liste hat für einen Nationenpreis. Und ihr habt beide überzeugt, die Annalena Brex und du mit zwei Nullrunden. Macht es einen schon ein bisschen stolz? Bisschen, ja, schon stolz, ja. Ja, jetzt geht es aber noch zum großen Preis am Sonntag. Wird man die Laura Schissel mit der Vienna Quintera noch einmal sehen oder sagst du mal, jetzt genießt man mit diesem Sieg und lasst das Wochenende ausklingen? Also wir haben beschlossen, wenn sie heute null geht, dann werden wir morgen auch da sein. Ja, dann wünschen wir dir toi, 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 dass es morgen auch noch mal so gut klappt. Schön am Hinterbein halten und mit voller Konzentration in den großen Preis. Dankeschön.